Ich habe da echt lange überlegt, wie ich das Album nennen will. Und für mich kam das daher, dass ich einfach... Ich bin ja, wie jeder weiß, ein Castingshow-Sieger. Und viele Menschen denken bei Castingshow-Siegern direkt nach dem ersten Album, ist eh vorbei, will eh keiner mehr hören. Und klingt eh alles gleich bei Bohlen. Und es ist ja so beim zweiten Album gewesen, dass ich mit verschiedenen Produzenten gearbeitet habe, dass es einfach auch einen anderen Sound hat, dass es moderner klingt, dass es auch weniger Balladen gibt. Und dass vielleicht auch die Menschen, die eh dachten, den finde ich nicht cool, den finde ich nicht gut, dass ich vielleicht bei denen einfach nichts zu verlieren habe. Also sprich, wenn es denen das Album nicht gefällt, kann es ja nicht schlimmer sein als davor. Und vielleicht kann ich die ja überraschen, die sagen dann so, hey, der kann ja doch noch andere Sachen, der ist doch facettenreicher als wir dachten, der hat doch mehr drauf als wir dachten. Und eigentlich habe ich bei den Menschen nichts zu verlieren. Und das war dann für mich so die Idee, das Album so zu nennen. Es ist anfangs natürlich schwer, weil man sich vielleicht manchmal ein bisschen viel zu Herzen nimmt und auch viel zu viel darüber nachdenkt. Mittlerweile ist es so, dass ich mir denke, lass sie halt schreiben. Also grundsätzlich, ich bin nach anderthalb Jahren immer noch da, mache immer noch Musik, bringe mein zweites Album raus. Das ist eine Sache, die hat nicht jeder DSDS-Sieger geschafft. Und darauf bin ich auch enorm stolz, bin auch extrem stolz auf das Album. Und von dem her interessiert es mich eigentlich nicht, weil ich immer noch Musik machen darf. Und das war mein Ziel. Musik zu machen, auf der Bühne zu stehen, Musik zu machen, Musik zu kreieren im Studio und sowas. Und das sind Sachen, die mich interessieren. Nicht irgendwelche Sachen, die sich irgendwelche Leute aus den Fingern ziehen. Das war so, wir haben das Album zusammen gemacht. Es hat super funktioniert alles. Ich kam mit ihm auch persönlich sehr gut aus, weil er, glaube ich, war zu mir eigentlich immer sehr nett. Aber es hat einfach so, ist so gewesen, dass ich musikalisch mich nicht hundertprozentig wohlgefühlt habe in dem Ganzen. Ich höre privat andere Sachen, ich stehe privat auch eigentlich auf andere Musik. Und es hat einfach nicht so gematcht, wie vielleicht viele sich es vorgestellt haben. Und ich bin zwar extrem dankbar fürs erste Album, aber ich wollte einfach auch zeigen, dass ich persönlich als Künstler und als Person andere Sachen machen kann und die auch gut machen kann. Und von dem her war es dann so, dass wir meinten, okay, wir trennen uns und auch im Frieden, also nicht irgendwie mit hier, sondern alles gut gewesen. Und er hat ja eh genug zu tun. Er hat DSDS, er hat das Supertalent, er hat Mark Medlock, er hat so viel. Da ist für ihn, glaube ich, kein Genickbruch, wenn Daniel Schumacher dann sagt, komm, wir machen so ein bisschen, gehen unsere eigenen Wege. Volker ist immer noch mein Manager. Ich habe damals bei DSDS diesen Managementvertrag gewonnen und arbeite immer noch gerne mit den Leutchen bei 3-1-3 zusammen. Und die sind ja auch mein Label mittlerweile und mit denen habe ich auch das Album zusammengestellt, die Songs ausgewählt und ist eine super Sache, weil ich wirklich mich viel einbringen kann. Ich konnte beim Album wirklich jeden einzelnen Song mitentscheiden, was beim ersten Album eben nicht der Fall war, weil da musste alles sehr, sehr schnell gehen. Und es war diesmal eben so, dass wir haben jetzt ein Dreivierteljahr gebraucht vom ganzen Prozess gesehen her jetzt. Wir haben die Songs ausgewählt. Ich glaube, wir haben über 150 Songs durchgehört und haben lange überlegt, welchen wir nehmen, welche passen könnten, mit welchen ich mich wohlfühle. Und es war einfach eine tolle Sache, weil man einfach sich ausgetauscht hat. Und es war nicht einseitig, jetzt irgendwie hieß so, du bist die Marionette, du machst das, was wir wollen, sondern du bist der Künstler, du kannst mitentscheiden. Es gibt natürlich die schlechten Erfahrungen, dass man eben wirklich von vielen nicht ernst genommen wird, dass man als Klischee gilt, als Marionette. Aber der andere Punkt ist eben, ohne DSDS könnte ich jetzt nicht in der Größenordnung Musik machen. Ich könnte nicht auf der Bühne stehen, ich könnte nicht mit meiner großartigen Band arbeiten, ich könnte keine Platten rausbringen und ich hätte nicht diese Fläche gehabt. Und die Fans, die ich jetzt habe, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gehabt. Also es ist schon alles so, dass ich da auch dankbar für sein muss oder bin. Weil dadurch ich habe eben durch RTL und DSDS diese Chance bekommen. Deswegen würde ich schon nochmal mitmachen, glaube ich. Ich habe zwei Profile. Ich habe ein Künstlerprofil, also eine Fanpage, wo ich meine ganzen Fans zusammen habe. Da schreibe ich, poste ich wahrscheinlich noch viel mehr als auf meiner privaten Seite. Und eben die private Seite, wo ich eigentlich nur Leute, die ich kenne oder auch Freunde drin habe. Das trenne ich ganz gut. Ich hatte seit meinem DSDS keinen Urlaub mehr. Ich war nirgends. Nirgendwo. Gar nirgends. Ich plane. Ich hoffe, es klappt. Ich plane für Oktober einen Urlaub. Ich hoffe, ich kann da mal wegfliegen. Irgendwo in ein schönes, warmes Land. wo die Sonne scheint und wo mich die Menschen nicht kennen. Ich glaube, es ist hier in Deutschland eben so, dass mich die Menschen, auch wenn sie keine Fans sind, kennen, weil sie mein Gesicht im Fernsehen gesehen haben. Ich war ein halbes Jahr permanent da drin.
Ich glaube, das wäre irgendwie cool, irgendwie irgendwo hinzufliegen, wo kein Mensch mich kennt, 10 Tage zu relaxen und sich nicht immer irgendwie beobachtet fühlen zu müssen. Das wäre, glaube ich, ganz cool.